Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Dirim. Jetzt geht's weiter mit dem Fußballmanager 18. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ja, dann wollen wir mal loslegen. In der letzten Folge haben wir gegen TSV Havel gespielt. Ja, trotz Unterzahl haben wir verloren. 3-2. Aber Gott sei Dank haben die anderen auch unentschieden und Niederlagen einkassiert. Dadurch sind wir noch auf dem 15. Platz geblieben. Gott sei Dank. Aber dicht hinter uns ist Jadelo, Hannover und Hamburg. Ja, schauen wir mal. Jetzt müssen wir gegen Flensburg ran. Hinrunde haben wir 5-0 verloren. Ich hoffe diesmal nicht. So. Schauen wir mal. Ich würde mal sagen, ich starte schon mal rein in die Woche. Und dann habe ich mir überlegt, weil bereits der Fußballmanager 19 jetzt mit der S-Version raus ist, habe ich mir so Folgendes überlegt. Ich werde mit den 18er so lange weitermachen, bis A. Ja, bis der Vorstand meint, nö, Thirim, die wollen wir nicht mehr. Oder B, wenn mein Vertrag ausläuft. Mein Vertrag läuft am 30.06.2019. Also sprich, knapp ein halbes Jahr noch. Jo. Entweder, wenn es A, sprich, wenn der Vorstand meint, nö, wir wollen die nicht, dann kommt der 19er eher frühzeitig. Und wenn nicht, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Also, von daher, lass uns mal loslegen. Ja, ich schneide wieder und dann sehen wir uns am Spieltag uns wieder. Bleibt mal dran. FC Mecklenburg-Schwerin gegen SC Weiche Flensburg. Ja, wir spielen zu Hause. 1122 Zuschauer werden erwartet. Ja, bewölktes Wetter. Ja, schauen wir mal. Ist ein bisschen was passiert. Noch immer noch kein Top-Spiel? Skandalös. Gucken wir uns an. Unten an. Schilling hat sein Trainingsziel erreicht. Habe ich angepasst. Popov ist wieder fit. Michalski ist wieder fit. Sehr gut. Scouting ist abgeschlossen. Das ist in Ordnung. Hillmann fällt aus für 3 Tage. Ja, okay. Trifft es uns. Mehr ist die Mannschaft nicht so wirklich. Scouting ist auch abgeschlossen. Sehr gut. So. Orgun Akdens hat Schwierigkeiten, sich einzugewöhnen. Okay. Was kann man dagegen tun? Ich kann ja sagen. Kannst du eigentlich Deutsch? Deutsch kannst du. Warum hast du Probleme? Kann ich mit dir reden? Jawohl, kann ich. Was sage ich zu dir? Ja, wie geht es dir eigentlich? Nick, du meint, ich kann verstehen, dass es hier viel zu tun gibt. Mir geht es gut, danke. Na gut. So, apropos reden, muss ich gleich noch machen. Jawohl. Reden. Hier, Dynamik. So. Also, mit wem habe ich noch fast gar nicht gesprochen? Nö, Wegener, du hast gut trainiert. Ja, ich will die minus 10 weg haben. Sehr gut. Harada. So. Na, ich will mit Laumann noch ein bisschen warten. Schilling. Höhere Ziele bitte. Schön, dass du darüber nachdenkst. Harada bitte auch höhere Ziele setzen. Voss. Nein, Kaminski.
Du sollst die Ziele ein bisschen herunterschrauben. Du denkst drüber nach. Das ist schon mindestens. Gut, gib beim Training alles. Quirton, du hast gut trainiert. Hast gut gemacht. Habe ich schon. Hier, Kirsch, gut trainiert. Und Friedele. Was sage ich zu dir? Nee, verleihen möchte ich dich nicht. Eggete, ich möchte von dir gerne höhere Ziele sehen. Mach was raus. Super. So, sehr gut, plus 10. So, wo haben wir dann noch Defizite? Viele Spieler verfehlen aktuell ihre persönlichen Ziele. Hier ist Arbeit angesagt. Okay. Wir haben nur wenige frustrierte Spieler in ihrem Team. 4 Stück. Okay, gucken wir uns gleich nochmal an. Ihre Spieler sind fast durchgehend extrem motiviert. Das ist sehr gut. Sie haben einen Spieler, der sprachlich isoliert ist. Sie haben bereits einen Dolmetscher engagiert, aber einen Mitspieler, der diese wäre noch besser. Ja, das Harada ist das. Der Konkurrenzkampf in ihrer Mannschaft könnte besser sein. Ja. Eine rekordswertige Anzahl Spieler in ihrem verfügt dieselben Ziele. Dass die Gehaltsstruktur in ihrer Kader weist nur wenige Probleme auf. Dagegen können sie leicht etwas tun. Okay. Hier haben kein Spiel, der zusammenpasst. Spieler. Richtig befreundet gibt es in ihr Spiel nicht. Es gibt im Team keine befreundeten Spieler. Leider haben sie keine frohe Natur. Leider haben sie weniger als 3 Profession. Ja, das stimmt. Leider haben sie keine. Ja, das stimmt auch. So, Frustration. Ja. Ja, letztes Spiel verloren. Ja, kann ich nichts dagegen tun. So, Kaminski, Hasselmeier könnte ich vielleicht einsetzen. Haben das auch schon erledigt. Und fehlende Ziele. Ne, Gehalt war das, ne? Unfaire Gehälter. So, kann ich hier irgendwie Christopher mal gucken und Kaminski mal gucken. Und Verträge. Christopher und Kaminski. Mach mal mehr Grundgehalt bitte. Ah, der kann ich nicht. Okay. Na gut. Kader-Nominierung? Nee, würde ich nicht. Stärke. Ja, Pascal, guck mal da, 28. Du machst dich. Gut. So, hier können wir einmal aktualisieren. Auf die Aufgaben auch einmal sortieren. So, rein in die erste Mannschaft. So langsam wird's Zeit. So, Michalski bleibt da. So können wir eigentlich die Mannschaft so lassen. Bei Popov. Popov kann wieder rein. So, Hasselmeier. Und Kaminski. Laumann. Vielleicht nochmal gucken. Dafür Kurt, obwohl ich mit Friedele eigentlich besser verfahre. Wir können noch einmal gucken. Mach mal einen Spielervergleich bitte. Mal gucken, wer besser ist. Friedele oder Kurt? Kurt. So, was macht Sinn als Verteidigung? 2 Kämpfe,
Da ist Code besser. Grätsche ist Code besser. Manndeckung ist Code besser. Schnelligkeit ist, na gut, ist da ein bisschen besser. Defensives ist Code besser. Ausdauer ist Code besser. So ein Kopfballprofi ist er ja nicht so wirklich, ne? Aber ich würde sagen, Code. Code ist etwas besser. Oder was meint ihr? Ballkontrolle. Ja, Flanken. Flanken braucht er nicht. Flanken braucht er nicht. Gut, Code. Du kommst rein im Spiel heute. Genau. Dafür Laumann kommt mit. Er wird in die zweite Halbzeit kommen. Hasselmeier wird bestimmt kommen. Und Kaminski wird bestimmt kommen. So, rein im Taktik. Das können wir eigentlich so lassen. Wir können überlegen, ob wir bestimmt vorsichtig hier Passspiel machen. Weiß ich noch nicht. So, Harada bewacht ihn hier. Code bewacht Hartmann. Und Kuda bewacht, bekommt eine Sonnenbewachung. Super. Wer bist du? Okay. Mal gucken, Laufwege. Wir können eigentlich so lassen. Ja, dann können wir eine Runde Golf spielen, wenn wir dürfen. Jawohl. Und dann geht's rein. Jawohl. Super. So, ja, wir müssen punkten. Bin ich echt gespannt. Nee. Genau so. Genau so. Und wir sind ja gut in Form. Okay. Trotz Niederlage? Bin ich mal gespannt. Na gut. Rein ins Spiel. Hoffentlich unentschieden. Ja, Zweikämpfe wären nicht aus dem Weg gegangen. Ja, wir holen mindestens einen Unentschieden. Ja, aber Zweikämpfe, ne? Schön rein mit euch. Jo, bin ich mal gespannt. Ein Sieg wäre nicht schlecht. Naja, ein Punkt. Ein Punkt, unentschieden. Also das ist Minimum. Wenn wir wieder verlieren, dann gibt's Straftraining. Ja. Entschlossen. Beschlossen. Nicht entschlossen, sondern beschlossen. Das ist eine Tatsache. Wenn ihr verliert, gibt's Straftraining. Hauptsache ein Punkt. So, Leute. Wärmt euch ein bisschen auf und dann geht los. Jawohl. Wir spielen zu Hause, wir haben Vorteile. Michalski, Kwiaton. Schulz ist schon hinterher, verursacht schon ein... Oh, die rote Karte. Ah, sehr gut, sehr gut. So. Müsste Popov sein, richtig? Jawohl. Oh, das kann er eigentlich. Freistöße, aber diesmal nicht. Oh, gute Idee, aber der Ball geht zu weit. Altona schießt schon das erste Tor. Michalski! Kurz. Kwiaton. Popov. Voss. Voss. Gibt ab. Witkowski. Witkowski schießt Tor. Super. 1-0. Ja, coole Sache.
Oder. Könnte eine Ecke sein, oder? Ne. Kam er nicht mal ran. Michalski, aber Straub fängt diesen Ball sicher. Bitkowski, Michalski schießt. Arada, Voss, Christopher, aber ja, gut, drei Leute, okay. Straub, Michalski könnte abgeben. Ah, verliert. Bisschen Zweikampf. Popov, Sotke, Christopher Witkowski gibt ab. Ja, Kwiaton. Kwiaton. Straub, super. Ja, Idee ist nicht schlecht hier. Die Schweriner wollen heute den Sieg sehen hier. Aber wir müssen aus die Führung was machen. Oh, guter Mark. Sehr gut. Sotke. Voss gibt ab. Witkowski schießt. Freistoß. Popov. Jawohl! 2-0. Popov, unser Held. Sehr gut. Voss. Ja, warum nicht? Schilling. Witkowski gibt. Ja, ist abseits. Aber Idee nicht schlecht. Straub. Michalski. Michalski. Ja. Ah. Nix Auswärtssieg. Heimsieg. Sotke. Sehr gut. Essen raus damit. Sotke. Steht gut. Voss. Michalski. Michalski fällt hin. Schade. Gut. Könnte abgeben. Macht er auch. Kwiaton. Aber kommt leider nicht ran. Schade. Einwurf. Für Flensburg. Witkowski holt sich den Ball. Sehr gut. Popov gibt ab, aber in Abseits. Ja, das können sie, die Flensburger. Die Abseitsfalle. Ah, Hannover ist noch dicht hinter uns. Wir dürfen jetzt nicht nachlassen. Gut. Sehr gut. Popov, Kwiaton. Sotke. Ja, Halbzeit. Ja, sehr schön. Drei Schüsse aufs Tor. Zwei sind drin. Was will man mehr? Altona 1-0 bis jetzt. Jadlo, ja. So. Pass mal auf, Leute. So haben wir uns das vorgestellt. So und nicht anders. Popov, du machst ein gutes Spiel. Sotke macht auch ein gutes Spiel. Michalski macht ein gutes Spiel. Dann habe ich noch gesehen. Kurt macht auch ein gutes Spiel. Und
Wer braucht unbedingt Unterstützung? Wer braucht Unterstützung? Micha. Ah, Kviaton. Mach mal hier Schilling ein bisschen motivieren. So, ein bisschen Massage bekommt Harada. Witkowski und Michalski. Also, ich lasse sie noch so ein bisschen spielen. Straub. Oh, Michalski. Michalski, schieß. Jawohl. Kviaton, schieß doch. Schieß doch. Ja. Super. 3-0. Cool. Kurt bekommt die gelbe Karte. Das wäre jetzt unser Einsatz. Harada. Und Laumann möchte ich heute sehen. Willkommen zurück. Ja. Harada, da ist er schon am Ball. Sehr gut. Kviaton. Genau, da ist er. Na, könnte das ein Elfer sein? Jawohl. Stille. Jawohl, drin ist er. 4-0. Witkowski. Ja, cool. Na, schaffen wir 5-0? Die Rache. Jawohl, Mark. Fängt sicher das Bällchen. Schilling. Forst Witkowski. Sehr gut, Laumann. Ja, Fehlpass. So, ein paar Minuten warte ich noch. Sehr gut, Voss. 2 Minuten warte ich noch. Eine. Popov. Ja. Ja, Witkowski. Witkowski. So, Abbruch. So. Hier habe ich mir überlegt. Entweder Kaminski. Also. Möchte den Verein verlassen. Warum das denn? Dieses Siegel ist erst erreicht, wenn der Spieler bei einem anderen. Können Sie also das zu versuchen, durch ein Spiel die Moral zu erheben? Warum das denn? Hasselmeier? So, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Am liebsten möchte ich auch mal Henschke wieder mal reinbringen. So, Hasselmeier rein. So, super Voss. Gutes Spiel. Du hast die Dusche verdient. Harada. Sehr gut. Laumann. Könnte abgeben. Könnte noch immer abgeben.
Ah. So, schone ich jetzt Michalski? Ja, würde ich sagen. Ja, mache ich. Michalski, gutes Spiel. Die Dusche hast du auch verdient. Ja, ist genau. Ah, das wird nichts mehr. Sehr gut, Felix. Ab ohne die Dusche. Haselmeier, komm nicht mal ran. Witkowski, Harada, Popov, Schilling. Ah, Zotke. Jetzt ist in der Mitte viel Luft. Sogar sehr viel Luft. Also Zotke macht gutes Spiel heute. Witkowski. Ja, was war das gerade? Hau den Ball erstmal raus. Christopher gibt ab zu Hänschke. Hänschke schießt aufs Tor. Ui. Er möchte heute wissen, wa? Super. Aus. Ja, 4 Minuten noch. 4 Minuten noch. Oh, ja. Wäre fast ein Training gewesen, ne? So, guck mal an. Jetzt müssen wir noch ein bisschen gucken. Gucken wir mal ein bisschen unsere Gegner an. So, Harada bewacht ihn noch ein bisschen. Warte mal. Ich habe keine mehr. Gut. Arndt Hartmann. Oh, Bruder. Aber Marc ist da. Sehr gut. Ah, dicht hinter uns ist noch Hannover, ne? Ja, Schwerin ist zurück. Schwerin ist zurück. Sehr gut. Ja, erfolgreiche Pässe. Ja. Aber gut. Na gut. Ja, gut. Die Flensburger waren ein bisschen geschwächt, aber trotzdem. 5 Schüsse aufs Tor, 4 Tore. Super. Ja, Hannover 1-0. Schade. Gut, super. 4-0. Was? Ja, will ich mehr? 4-0 ist gut. So, der beste Spieler war Popov. Ja. Okay. Hasselmeier mit einem 4. Ein Harada mit einem 2. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, ja. Die zweite von HSV gewinnt mit 5:0 gegen Lübeck. Die zweite von Hannover 96 gewinnt auch 5:0. Wow. Bundesliga. Leverkusen 3:0. Darmstadt, RB Leipzig gewinnt auch 3:1. Schalke gewinnt gegen Werder Bremen. Was ist mit München? Die gewinnt auch 2:1. Ja, sind schon ordentliche Zuschaueranzahl, ne? So, guck mal an hier. Rostock hat 1:1 gespielt. Aber sonst ist durchwachsen. Hier auch Fortuna Köln 3:0. 3:2, okay. Na.
Sehr, sehr, sehr schön. Popov ist dabei, sehr gut. Christopher ist auch dabei, Marc ist dabei. Wow, drei Leute. Ja, Menga. Dich wollte ich haben, aber du wolltest nicht. Schade, aber wir bekommen zwei neue. Und das ist gut so. So, beste Spieler. Ah, Marc klettert hoch, das ist sehr gut. Michalski klettert auch. Witkowski gleich hinter Michalski, sehr gut. Sehr dicht. Ja, der Beste ist noch Ilyasut. Ilyasut. Ja, Hannover 96, die zweite. Das ist, glaube ich, unser nächster Gegner. Lichtenberg gewinnt 5 zu 0 gegen Schwerin, die zweite. Da siehst du mal, Vorstand ist ja zufrieden mit der Leistung. Es gibt keinen Grund zur Besorgnis. Na, paar Spieltage zurück. Was war die andere Meinung? So. Henschke ist verletzt. Koro auch. Was ist hier los? Fällt aus. Rippenprellung. 7 Tage. Mao ist frustriert. Okay. Was? Ihr Präsident Björn Hensel kommt nach dem Spiel zu Ihnen und teilt Ihnen mit, wie begeistert er über das Ergebnis gegen den SC Weiche Flensburg ist. Er hatte großen Spaß dabei, nach dem Spiel mit den anderen Mitgliedern den Vorstand auf den Erfolg anzustoßen. Na. Sehr gut. Jawohl. Ja, leider kann ich mit euch nicht mehr reden, ne? Ich habe alles. Na gut. Hier, wie sieht die erste Mannschaft aus? Ja. Naja. Warum? Es mag nicht so. Möchte fair bezahlt werden. Ja, pass mal auf, ne? Pass mal auf. Pass mal auf. Ich gebe dir mal was. Machen wir 90, machen wir 100. Machen wir so. Machen wir ein bisschen zurück. Machen wir 15.000. Ja, ne? Die Mannschaft wird im nächsten Jahr verstärkt. Aha. Nö, das war schon so. Machen wir 14 draus. Handgeld möchte er? Nö, das lassen wir so. Ja, fein. Fein, fein, fein. Gut. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Nächste Gegner ist doch nicht Hannover 96 die zweite, sondern Hamburg HSV die zweite. Uiuiuiuiui. Na gut, bin ich mal gespannt. Da haben wir zuletzt 3-3 gespielt. Ja, bin ich mal gespannt. Warte mal, ich bin ja noch mal hier Flensburg, ne? Was für ein Durchschnittswert hast du? Sehe ich das nicht mehr? Sehe ich das nicht irgendwie nachträglich noch? 586. Und wir haben 537. Ja, super. Sehr schön. Ja, ich bin begeistert. 4-0.
Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich würde mich für einen Daumen hoch freuen. Ich würde mich für einen Kommentar freuen. Und wenn du nächste Folge wieder einschaltest. So, ich bin jetzt weg und man sieht sich morgen. Bye, bye.